Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PCGH neu im Testlabor. Heute mal ohne Unboxing-Video, denn wie Sie sicherlich schon gemerkt haben, ist heute Morgen das NDA für die neuen Trinity APUs von AMD gefallen. Wir haben jetzt hier zwei neue FM2-Boards, und zwar einmal das von Asus, das F2A85V Pro, und einmal eins von MSI, und zwar handelt es sich hier um das FM2A85XA G65. Wie Sie schon dem Namen entnehmen können, haben beide den A85-Chipsatz. Wir haben jetzt mal hier ein Board schon mal aufgebaut, und zwar die Variante von Asus. Installiert ist jetzt hier derzeit eine AMD A8 5600K, eine APU, die taktet im Base-Takt mit 3,6 GHz bis zu 3,9 GHz Turbo-Takt. Wir haben eine 7560D als Grafikeinheit drin, also eine HD 7560D, die arbeitet mit 760 MHz Takt, und wir haben eine TDP von 100 Watt, wie es bei den K-Modellen der neuen Trinity APUs üblich ist. Ja, ansonsten ganz normal, vielleicht noch zum Board, 8-Pin CPU-Anschluss, hier haben wir einen ganz normalen 24-Pin ATX-Stecker, USB 3.0 Header ist da, wir haben hier unten nochmal 4 USB 2.0 Header, auch eine sehr reichliche Anzahl. Wir haben jetzt hier SATA 3 Anschlüsse, also mit 6 Gigabit pro Sekunde. Und das, genau, das ist auch noch ein SATA 3 Anschluss. Was haben wir im I.O.-Bereich? Wir haben viermal USB 3.0, einmal eSATA, eine LAN-Buchse mit Gigabit-Standard, einmal DVI, dann haben wir VGA, HDMI, auch DisplayPort ist mit dabei, zweimal USB 2.0, PS2, also hier ist alles da, was man brauchen kann. Und auf dem Board haben wir allerdings keine Schalter, um direkt das Board zu starten, wenn man es im offenen Aufbau hat. So, wir haben uns jetzt hier mal das zweite System aufgebaut und auch gleich an den Monitor angeschlossen. Hier haben wir also das Board von MSI und das Flaggschiff der neuen APUs, die A10 5800K mit 3,8 GHz Grundtakt, taktet bis zu 4,2 GHz hoch, hat im Inneren eine HD 7660D, die arbeitet dann mit 800 MHz Chiptakt, und auch hier die TDP bei 100 Watt. Was an dem Board sehr schön ist, wir sehen hier Spannungsmesspunkte, sehr gut gemacht und auch sehr stabil. Außerdem haben wir gleich die Knöpfe zum Anschalten, also zum Betrieb im offenen Aufbau. Alles kein Problem. Wir haben 8 SATA-Anschlüsse mit der neuen 6 Gigabit pro Sekunde Geschwindigkeit, Datenübertragungsrate. Wir haben hier sogar einen USB 3.0 Header, der ist allerdings an eine etwas seltsame Stelle gerutscht. Hier könnte es eventuell mit Steckkarten Probleme geben. Allerdings ist hier vorne nur ein PCI X1 Slot, von daher müsste es größtenteils klar gehen. Wir werden jetzt einfach mal das System anschalten und dann gucken wir uns mal an, was das wirklich jetzt für eine Spielleistung hat und ob man damit jetzt flüssig spielen kann oder ob man eigentlich trotzdem noch eine weitere Grafikkarte braucht. So, wir haben das System jetzt gestartet. Jetzt nehme ich hier einfach mal Call of Duty Modern Warfare 3 und da gucken wir doch mal, was wir jetzt hier in dem Spiel an FPS hinkriegen mit der APU. Ist ja immerhin nur eine integrierte Grafikeinheit. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was die so leistet. Wir machen mal weiter. So, gucken wir mal. Müssen wir noch kurz warten, bis das hier endlich geladen hat. So, da sind wir schon gespannt, was das System jetzt hier wirklich in dem Spiel leistet. Da haben wir sicherlich schon den Vorab-Test gesehen. Das brechen wir mal ab. Und da sind wir schon, mitten im Geschehen. Und wir sehen also immerhin 45 FPS. Das ist spielbar. Je nachdem, also ich spiele jetzt hier auf Full HD, sogar mit hohen Einstellungen. Wir können uns das jetzt mal angucken. Mal hier auf die Videooption, wir haben also Full HD an. Und auch in den weiteren Einstellungen, zweifaches Anti-Aliasing, hohe Texturen. Wir haben das hier alles angeschaltet. Jetzt werden wir mal schauen, wie die FPS-Zahl sich im Spiel so entwickelt. Hier hinten haben wir natürlich sehr hohe FPS-Zahlen. Wenn wir jetzt hier aber auch mal rausgehen. Auch hier zeigt sich insgesamt
Wir haben hier 50 FPS, so 40, 50 FPS. Das ist also wirklich sehr gut spielbar. Es gibt keine Probleme. Gut, Modern Warfare 2 ist jetzt auch nicht das fordernde Spiel schlechthin, aber immerhin von der integrierten Grafikeinheit ist das ganz hübsch. Und wenn Sie nur Full HD spielen und nicht unbedingt der Grafikfanatiker sind und hier die vierfache Kantenglättung mit Super Sampling brauchen, dann ist das auf jeden Fall eine Alternative zu einer normalen CPU mit Grafikkarte, denn es ist ja doch auch um einiges günstiger. Ja, so viel zum heutigen Testvideo der AMD APUs. Und wir würden uns dann freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder vorbeischauen, wenn wir Ihnen hier die neueste Hardware vorstellen bei PCGH neu im Testlabor.